E-Bike fahren ist tatsächlich mehr als ein Erlebnis, denn wer schon mal auf so einem E-Bike saß oder gefahren ist, der weiß, dass es was ganz Besonderes ist und mit normalem Fahrradfahren überhaupt nicht zu vergleichen ist. Und dieses Teil hier von Canyon sieht nicht nur besonders futuristisch aus, sondern ist auch ein mögliches Fortbewegungsmittel der Zukunft, vielleicht sogar das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Einer, der uns alle Fragen beantworten kann, nicht nur meine, sondern wahrscheinlich auch eure, das ist der Max und der steht jetzt hier für uns bereit. Hi Max. Hi, servus. Herzlich willkommen bei Canyon. Ja, vielen Dank. Schön hier zu sein. Es ist schon ein Erlebnis, damit zu fahren. Sagen wir uns mal ganz kurz, welche Aufgabe, welche Funktion hast du persönlich bei Canyon? Ich bin bei Canyon zuständig für die Kommunikation im Urban Fitness Bereich, also alles, was unsere City- und Trekkingräder angeht, das auf globalem Level. Und ja, wir beschäftigen uns ganz viel mit der Zukunft unserer Mobilität. Genau darum geht es uns. Das ist ein wichtiges Erlebnis für uns. Und wenn wir hier jetzt diese Rennmaschine stehen und du von Citybikes gesprochen hast, welche Bikes habt ihr alle im Angebot? Was ist euer Portfolio? Unser Ursprung ist Rennrad, Mountainbike, ganz die Welt der Profis und die Performance der Profis zugänglich für jeden zu machen. Und das ist auch das, was wir jetzt in der Zukunft immer mehr für den urbanen Raum schaffen wollen. Wir wollen verstehen, was deine Performance, deine Anforderung für den Alltag ist, ja. Und wir mit unserem Know-how die bestmögliche Mobilitätslösung für deinen Alltag machen. Super, meine Performance ist low, aber ihr könnt mir helfen, die zu steigern, denn mein Anspruch, der ist ganz oben und der ist hoch. Deswegen bitte ich dich, bring uns doch mal in deine Welt, zeig uns eure Bikes. Sehr gerne. Wir können auch mal versuchen, deinen Use Case zu verstehen. Und das ist schon was Neues, das ist was Besonderes. Was ist neu, was ist besonders? Ich glaube, man muss erstmal anfangen zu verstehen, was sind die Anwendungsszenarien von unseren Kunden und von uns allen, wie wir uns in der Stadt bewegen. Und gerade für die Stadt ist das jetzt eine Variante, das ist ein relativ leichtes E-Bike. Also man kennt E-Bikes, die zwischen 25 und 30 Kilo wiegen. Ja. Und jetzt stellen wir uns vor, der Student, der in die Stadt kommt, vielleicht kein Auto mehr hat, aber mit dem Fahrrad zur Uni fahren will, aber nicht verschwitzt ankommen will, wohnt in der Altbauwohnung, dritte Etage, wie soll er 25 Kilo jeden Tag hochtragen, also wird er kein Fahrrad nutzen. Und so haben wir ein E-Bike hier mit 16 Kilo gemacht, mit Schutzblechen, mit Gepäckträger. Und ja, was dir einfach immer ein Gefühl gibt, dass wenn dir jemand dich leicht von hinten anschiebt. Das ist wunderbar. Genau das brauche ich auch. Und deswegen auch Urban Bikes. Hier sieht man, das sind einige, sind das die Ritzel oder sind die Ritzel vorne? Ich verwechsel das immer. Also auf jeden Fall einige Zahnräder hier dabei. Und hier, das ist noch neuer, noch besser und noch cooler, weil das zieht mich magisch an. Das hat da jetzt sowas wie ein, ist das ein Keilriemen? Das ist ein Riemenantrieb. Und ja? Klar, besonders beim Riemenantrieb, du brauchst kein Öl, du musst es nicht schmieren. Und jetzt stell dir vor, ich habe meine graue Hose, ja? Fahre damit morgens zur Uni studieren oder auf die Arbeit und komme da. Super. Verschmiert an. Wie schwer ist das? Darf ich es mal anlupfen? Das darfst du auch anheben. Das wiegt jetzt 23 Kilo. Ja, das liegt daran, dass wir ja auch einen großen Akku drin haben und einen starken Motor. Wie lange hält der? Wie oft muss ich, wenn ich jetzt tagtäglich 10 Minuten zur Uni damit fahre, wie oft muss ich das dann laden? Also mit 10 Minuten, dann lädst du es einmal in der Woche. Das ist praktisch, das ist praktikabel. Was ist denn eure Vision? Was ist eure Zukunftsidee? Wo wollt ihr hinkommen? Ihr habt ja mit Sicherheit noch einige Dinge, wo ihr sagt, ah, das sind Problemchen, da müssen wir die Stellschrauben noch anziehen. Also was wir schon mal gemacht haben, wir haben das versucht, das Design-Level auf einen hohen Standard zu bringen, weil gerade im Auto haben wir mittlerweile ja auch nur noch ein Cockpit, wo wir vielleicht ein Touchscreen haben und es sehr aufgeräumt aussieht. Und da wollen wir auch mit dem Fahrrad hinkommen. Da okay. wollen wir nichts hinten dran stehen. Das musst du mir erklären. Ich will da gleich reingreifen. Das Cockpit ist jetzt, ich sage jetzt mal, verglichen mit dem Autocockpit, relativ klein. Aber was kann's? Das sagt dir alles. Groß? Das sagt dir, wir können das Licht anschalten, wir können Fernlicht anschalten, wir können navigieren. Wir können es aber auch abnehmen und in dem Moment, wo wir es abnehmen, ist quasi der Motor nicht mehr funktionsfähig. Also jeder, der denkt, er würde sich das Fahrrad klauen wollen, kann eigentlich gar nichts damit anfangen. Okay, er kann es zwar mitnehmen, aber kann nicht richtig fahren, also nicht praktikabel. Richtig. Trotzdem würde ich es anketten, weil es ja doch ein paar Euro kostet, nehme ich an. Genau. Ich habe gelesen auf eurer Homepage, 45% der Menschen wünschen sich ein Fortbewegungsmittel, das bei Wind, Wetter, Regen, Schnee, bei allem drum und dran funktioniert. Sieht es dann so aus oder ist da noch ein anderer Gedanke in eurem Hinterkopf oder vielleicht sogar schon weiter vorne im Kopf vorhanden? Für die Lösung stellen wir auch hier auf der IAA unser Future Mobility Konzept vor. Mhm. Das ist eigentlich kein neues Konzept, das ist ein liegend Fahrrad. Wir haben es als liegend E-Bike gemacht, ja. Und haben es aber optisch so verpackt, dass wir ein schönes Design haben, was wir alle gelernt haben, was aus der Automobilbranche kommt, sodass es ansprechend aussieht und du und ich safe damit fahren würden. Das klingt alles wunderbar. Und da wir immer das Stichwort Umwelt, Nachhaltigkeit, Sonstiges haben, sagen uns, wo die Vorteile bei diesem Fahrrad sind, verglichen mit anderen normalen Rädern oder anderen E-Bikes. Wenn man sagt, ja, da ist Nachhaltigkeit unser großes Plus. Ich glaube, wenn wir Nachhaltigkeit gerade in Bezug auf Fahrrad uns anschauen, dann ist es wichtig zu verstehen, was bedeutet unsere Mobilität überhaupt in der Stadt. Mhm. Und bis zu 5 Kilometern sind wir in der Stadt mit dem Fahrrad immer schneller.
Wir sparen brutal viel Platz, wir sparen einfach viel Zeit, okay, und wir sparen Geld. Und ich glaube, das sind alles drei Motivationspunkte, die jeden von uns auch dahin bewegen können. Aber wichtig ist, dass wir nachher einen Mobilitätsmix finden. Und es geht nicht darum zu sagen, das eine ist schlecht und das andere ist besser, sondern was ist das Beste für den einen Anwendungsbereich. Für den Moment, für die Person, die es nutzen möchte. Ich bin persönlich mit E-Bike schon ein paar Mal unterwegs gewesen, aber fast immer nur, wenn es bergauf ging, irgendwo im Urlaub, sonstiges. Und ich ärgere mich immer, wenn ich mit einem normalen Fahrrad unterwegs bin und offensichtlich ältere oder schwächere Personen mich mit einem E-Bike überholen. Ist das eure Zielgruppe oder eure vermehrte Zielgruppe, Menschen, die sonst kein Fahrrad, also Fahrradmuffel, ja, dazu überzeugen, mit einem E-Bike geht alles einfacher? Oder ist es zu einfach gedacht von das mir? Das ist zu einfach gedacht. Also wir hören oft das Argument, ich bin jung, ich brauche kein E-Bike. Okay. Also wenn ich mit dem E-Bike fahre, dann kann ich auch mit einem Puls von 140 im Schnitt fahren. Dann habe ich auch mein schönes Training gemacht. Und es geht hier einfach so, das alles auch ein bisschen angenehmer, komfortabler zu machen, gerade für die Anwendungsgebiete, wenn du zur Arbeit pendelst. Wenn wir hier aus München rausfahren, nach Unterföhring raus, also ich würde lieber den schönen Isar-Radweg benutzen, als im Stau zu stehen. Das würde, glaube ich, jeder so tun. Max, ich bedanke mich. Sehr gerne. Hervorragend. Viele Antworten gegeben. Ich hoffe, eure Fragen wurden ebenfalls beantwortet. Wenn nicht, schreibt uns unten in die Kommentare rein. Wir werden noch Antworten finden. Und wir haben uns ein Special noch aufgehoben für den Schluss. Da bitte ich um den Tacho oder um das System. Ich möchte nämlich jetzt losfahren. Du hast mir nämlich erzählt, dass das hier mit einer Automatikgangschaltung funktioniert. Und da muss ich noch weniger tun. Also, hochkomfortabel. Ich lasse den Helm jetzt mal da. Ich fahre nur ein paar Meter. Ich möchte das jetzt probieren. Aber für euch gilt Helmpflicht. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.